Hallo zusammen. Dies wird der erste Teil einer Videoreihe, bei der es um den Paragraphen 42a gehen wird. Die Einleitung werde ich machen und allgemein etwas über den Paragraphen 42a erzählen. Anschließend wird es mit einem Video vom Stefan 123321 über das Sanren Mu 9054 weitergehen. Den Link zu seinem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Ich bin kein Jurist und das Video stellt keine Rechtsberatung dar. Ich werde hier nur meine Interpretation des Paragraphen 42a wiedergeben. Fangen wir bei den feststehenden Messern an. Diese dürfen bis zu einer Klingenlänge von 12 cm legal geführt werden. Hier fangen aber schon die ersten Unklarheiten an. Wie genau ist denn die Klingenlänge definiert? Schauen wir uns zum Beispiel das Messer hier an. Wird die Klingenlänge ab dem ersten Punkt gemessen, wo die Klinge anfängt, ab dem Punkt, wo der Griff aufhört, oder ab dem Punkt, wo die Schneide anfängt? Leider werden im Paragraphen 42a dazu keine weiteren Angaben gemacht. Aber kommen wir zu den Klappmessern. Hier sind drei Arten von Messern erlaubt. Einhandmesser ohne Verriegelung, wie beispielsweise das Beiderco UKPK hier. Zweihandmesser mit Verriegelung, wie dieses Victorinox. Und natürlich auch Zweihandmesser ohne Verriegelung, wie das Victorinox hier. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ein Einhandmesser definiert ist. Einerseits könnte man sagen, dass nur Messer mit einer Öffnungshilfe, wie zum Beispiel einem Daumenpin oder Flipper-Einhandmesser sind. Oder man kann sagen, dass jedes Messer zu einem Einhandmesser wird, sobald es jemanden gibt, der es schafft, mit einer Hand zu öffnen. Hier könnte man dann aber durch eine anziehende Achsschraube aus einem Einhandmesser ein Zweihandmesser machen. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass es dazu keine Regelung gibt, habe ich etwas recherchiert und bin auf den Beschluss des Oberlandgerichts Stuttgart vom 14. Juni 2011 gestoßen, wonach bei einem Messer mit einhändig feststellbarer Klinge konstruktive Merkmale vorhanden sein müssen, die das Bedienen des Messers mit einer Hand erlauben. Die Regelung klingt sinnvoll, schließlich könnte damit immer eine zweifelsfreie Einteilung stattfinden. Allerdings ist darauf kein Verlass und wenn man etwas weiter sucht, stößt man über den Feststellungsbescheid des BKA zum Pullforce Foxtrot 2 Outdoor, wo es heißt, ein typisches Bedienelement von Einhandmessern, das es ermöglicht, die Klinge einhändig herauszuklappen, ist nicht vorhanden. Aber dann kommt: Bei der Handhabung mit dem Messer wurde hier jedoch festgestellt, dass sich das Messer auch mit einer Hand öffnen lässt. Zwar fehlen die für ein Einhandmesser typischen Bedienelemente, jedoch lässt sich das Messer auch ohne besondere Fähigkeiten und Übung durch eine Schleuderbewegung öffnen und arretieren. Dies ist in dem zusammengeklappten Zustand weit aus dem Heft stehenden Klingenrücken und dem ausgeprägten Nagelhau geschuldet. Mit dem daraus resultierenden Ergebnis: Das zu beurteilende Messer Pullforce Foxtrot 2 Outdoor ist ein Einhandmesser, da das Öffnen und Arretieren der Klinge einhändig möglich ist. Daher habe ich mich entschlossen, die Messer, die ich heute vorstellen möchte, in vier Kategorien einzuteilen. In die erste Kategorie kommen die Messer, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass man sie führen darf. In die zweite Kategorie kommen Messer, von denen ich vermute, dass man sie wahrscheinlich führen darf. Allerdings hat der Feststellungsbescheid vom Pullforce Foxtrot gezeigt, dass die Messer durchaus auch als Einhandmesser eingeordnet werden können. Ganz sicher kann man sich also nie sein. In die dritte Kategorie kommen die Messer, von denen ich vermute, dass man sie nicht führen darf, bei denen man bei einer Kontrolle vielleicht aber noch Glück haben könnte. Und in die letzte Kategorie kommen die Messer, bei denen man sich ziemlich sicher sein kann, dass man sie nicht ohne berechtigtes Interesse führen darf. Fangen wir mit dem Victorinox an. Das ist ein typisches Zweihandmesser ohne Verriegelung. Daher kann es in die erste Kategorie. Das Opinel ist ein Zweihandmesser mit Verriegelung. Selbst wenn man es auch irgendwie mit einer Hand aufbekommen könnte, sollte man damit keine Probleme bekommen, da die Klinge nicht automatisch verriegelt. Da die Klinge relativ weit aus dem Griff schaut, bekommt man das Percival L8 mit etwas Übung auch mit einer Hand auf. Außerdem verriegelt die Klinge, sodass zumindest in der Theorie Parallelen zum Pullforce Foxtrot gezogen werden können. Daher kommt es sicherheitshalber in die zweite Kategorie. Das Leatherman hat zwar ein Daumenloch, womit es eigentlich in die vierte Kategorie müsste. Allerdings könnte man auch argumentieren, dass es hauptsächlich ein Werkzeug ist. Und nach allem, was ich dazu finden konnte, wird es in der Praxis auch teilweise so gehandhabt. Daher kommt es in die dritte Kategorie.
Das bei der Kopara Military 2 hat ein Daumenloch und die Klinge verriegelt. Daher kommt es ganz klar in die vierte Kategorie. Genauso das Chris Reeve Sebenza, das ohne Zweifel aufgrund des Daumenpins ein Einhandmesser darstellt. Bei dem Sebenza hier wurde der Daumenpin allerdings entfernt, sodass es keine Öffnungshilfe mehr besitzt und sich auch nicht mehr ohne weiteres mit einer Hand öffnen lässt. Daher kommt es in die erste Kategorie. Wobei die Meinungen hier auseinandergehen und viele der Meinung sind, dass entscheidend ist, wie der Hersteller das Messer verkauft hat. Allerdings zeigen sowohl der Beschluss des Oberlandgerichts Stuttgart als auch der Feststellungsbescheid des BKA zum Pullforce Foxtrot, dass es in der Praxis darum geht, ob konstruktive Öffnungshilfen vorhanden sind oder es ohne besondere Fähigkeiten und Übung mit einer Hand geöffnet werden kann. Im Fall des Pullforce Foxtrot ist das durch die weit aus dem Griff stehende Klinge und den ausgeprägten Nagelhau möglich. Das Sebenza hat allerdings weder eine Öffnungshilfe noch schaut die Klinge weit aus dem Griff, sodass es sich auch nicht ohne weiteres mit einer Hand öffnen lässt. Das ist natürlich keine Garantie, keine Probleme damit zu bekommen, ich bin hier aber mal optimistisch. Die Spyderco UK-Reihe, bestehend aus dem Squeak, dem Urban und dem UK-PK, sind zwar alles Einhandmesser, allerdings verriegeln sie nicht und kommen damit in die erste Kategorie. Viele sind der Meinung, dass man sich in der Messerkategorie auch ein Victorinox holen kann. Das stimmt natürlich. Allerdings haben die Spyderco zwei entscheidende Vorteile. Erstens kriegt man sie auch mit einer Hand auf, was sehr praktisch sein kann. Und zweitens hat man doch mehr Sicherheit, da die Klinge durch den Zeigefinger zumindest ansatzweise verriegelt, was für leichte Aufgaben normalerweise ausreicht. Das Perceval Le Français hat eine Daumenkerbe und die Klinge ragt kaum aus dem Griff raus, sodass man es nicht mit einer Hand öffnen kann. Daher kann es in die erste Kategorie. Das Böker Excalibur 2 hat zwar eine Daumenkerbe, allerdings kann man es auch ohne Probleme mit einer Hand öffnen. Entweder direkt über die weit aus dem Griff schauende Klinge oder mit Hilfe des Chimpings auf der Rückseite der Klinge. Von daher kommt es mindestens in die zweite Kategorie, wenn nicht sogar in die dritte. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte das Messer besser nicht führen. Das Lone Wolf T2 mit Daumenpin und Verriegelung muss auf jeden Fall in die vierte Kategorie. Genau wie das Zero Tolerance 0350 mit seinem Assisted Opener. Das Benchmade Mini Cryptillion verfügt normalerweise über Daumenpins und damit müsste es auch in die vierte Kategorie. Wie ihr sehen könnt, kann man die Daumenpins aber einfach abschrauben. Allerdings lässt es sich dann noch immer mit einer Hand öffnen. Daher kommt es in die dritte Kategorie. Bei dem Chris Reeve Menandi hier kann man die Öffnungshilfe entweder als Daumenkerbe oder als Daumenloch interpretieren. Ich kenne sogar jemanden, der zweimal mit dem Messer kontrolliert wurde. Beim ersten Mal war alles in Ordnung und beim zweiten Mal wurde es als Einhandmesser ausgelegt und eingezogen. Gerade aufgrund des hohen Preises würde ich hier auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und es nicht mitnehmen, was sehr schade ist, da es ein hervorragendes EDC abgeben würde. Ich ordne es mal in die dritte Kategorie ein. Das Rockstead Higo hier kommt wie das Sebenza normalerweise mit Daumenpins, womit es in die vierte Kategorie müsste. Allerdings lassen sich die Daumenpins abschrauben, sodass es keine Öffnungshilfe mehr besitzt. Und da die Klinge kaum aus dem Griff rausschaut, lässt es sich auch nicht mehr mit einer Hand öffnen, sodass es in die erste Kategorie kann. Das Hinderer XM18 hat sowohl Daumenpins als auch einen Flipper und da es verriegelt, kommt es in die vierte Kategorie.
Viele werden jetzt vermutlich sagen, dass ich das Ganze zu pessimistisch sehe und es in der Praxis viel lockerer gehandhabt wird und auch viel vom Auftreten und Erscheinungsbild abhängt. Das stimmt sicher. Allerdings zeigt der Feststellungsbescheid vom Polforce Foxtrot auch, in welche Richtung es gehen kann, und dem versuche ich mit meiner Einteilung Rechnung zu tragen. Als letztes möchte ich noch kurz auf das sogenannte berechtigte Interesse eingehen. Feststehende Messer mit einer Klingenlänge von über 12 cm und Einhandmesser mit Verriegelung dürfen geführt werden, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Dies liegt beispielsweise dann vor, wenn man das Messer zur Berufsausübung, der Brauchtumspflege, beim Sport oder einem anderen allgemein anerkannten Zweck führt. Hier sollte man allerdings beachten, dass ein berechtigtes Interesse erst ab der Ausübung der Tätigkeit gilt. Das heißt, wenn ein Feuerwehrmann ein Einhandmesser dabei hat, muss er es in einem verschlossenen Behältnis transportieren, bis er auf der Arbeit angekommen ist. Oder wenn man beim Buschkraften ein Einhandmesser mitnimmt, muss man es in einem verschlossenen Behältnis transportieren, bis man im Wald ist. Das heißt, wenn Buschkraften überhaupt ein berechtigtes Interesse darstellt, denn sicher ist das bei dem Messergesetz leider nicht. Allerdings konnte ich folgende Aussage von Dr. Wolfgang Schäuble finden, die ich euch kurz einblenden möchte. Bei dem Beschluss des Oberlandgerichts Stuttgart vom 14. Juni 2011 ging es aber um das Mitführen eines Einhandmessers in einem PKW zum Durchschneiden des Sicherheitsgurts im Notfall. Da das Messer bei einer polizeilichen Routinekontrolle gefunden wurde, gehe ich mal nicht davon aus, dass hier jemand bedroht oder belästigt wurde. Dennoch wurde das Messer eingezogen und eine Geldstrafe von 200 Euro verhängt. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass alles, was ich dazu gesagt habe, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit hat und lediglich meine Interpretation darstellt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Messergesetz in Deutschland noch vergleichsweise moderat ausfällt. Schaut euch einfach mal die entsprechenden Gesetze in England oder Dänemark an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.